wir haben alles. Gut, dann haben wir... Sehr schön. Das sieht gut aus. Dekoration, Festtafel, Band, wunderbar. Haben Sie die Weihnachtsmützen bekommen? Ja, das ist ja... Okay, die haben Sie offensichtlich bekommen. Sehr schön. Okay. Herr Eggersdörfer, könnten Sie vielleicht eine von denen aufsetzen? Weil ich kann es selber aufsetzen, du Maulaff. Sehen Sie, der Herr Uthoff hat doch das ganz genau erklärt. Er hat eine ganz spezielle Vorstellung, wie diese Weihnachtssendung abzulaufen hat. Ja, er wünscht sich an Weihnachten eben nichts, was mit Politik zu tun hat, Satire oder Revolution. Ja, und was machen wir jetzt da? Na ja, wir machen Politik, Satire und Revolution, halt mit Weihnachtsmützen. Verstehen Sie, wir müssen ihm diese Proteststimmung langsam unterjubeln, behutsam. Und da haben Sie ausgerechnet zu dem Anlass, haben Sie Kraftklub eingeladen oder was? Ja, aus Barmherzigkeit, die sind aus Chemnitz. Karl Marxstadt, das ist die richtige Einstellung für diese Sendung. Wie ist die dann? Wir machen das. Ja. Wir machen das wie besprochen. Sie spielen also das Intro von unserer Sendung, ist ja von Ihnen. Nee, und dann gehen Sie über in den gesellschaftskritischen Textteil. So kriegen wir den Uthoff langsam aus seiner Es ist doch alles in Ordnung Festtagsstimmung. Ja? Wunderbar. Mein Gott, Herr von Wagner, das ist ja bezaubernd. Ach, wie romantisch. Schön. Toller Hut übrigens. Danke. Mein Gott, und all das ohne irgendwelche Transparente. Ich bin begeistert. Setzen Sie sich doch. Dankeschön, vielen Dank. Heute bleiben die Probleme mal draußen, ne? Oh ja. Auszeit von der Analyse. Pause für Polemik. Schluss mit Schimpfen. Ja, alles außer albernen Alliterationen. Ja. Einmal nicht gegen den Strom schwimmen, mal machen, was alle machen. Ein Weihnachten wie die SPD. Oh, und ich sehe, Sie haben sogar an die zünftige Weihnachtsmusik gedacht. Bitte, meine Herren. Haben damit recht. Seh ich die Ungerechtigkeit auf dieser Welt, geht es mir gut. Keine Trauer, keine Angst und auch keine Wut. Was mal guck ich meinem Wasser einfach so beim Laufen zu. Es ist mir gemacht und Boogie Boogie. Es ist mir gemacht und Boogie Boogie. Ich supporte Cola, ich muss keine Bionade trinken und keine Klamotten tragen, die nach Bioladen stehen. Ich trage Adidas, weil mir die Marke steht und Kim der Hände steht für Qualität. Es ist mir egal. Ich trage Adidas, weil mir die Marke steht und Kinderhände stehen für Qualität. An diese Strophen aus Ihr Kinderlein kommt, kann ich mich gar nicht erinnern, Herr von Wagner. Raus! Ich kann mir das auch nicht erklären, wie das plötzlich so da... Mhm. Aber wo wir beim Thema sind, während wir hier das Fest der Liebe feiern, da arbeiten Näherinnen in Bangladesch 16-Stunden-Schichten zu einem Hungerlohn. Und ich habe seit 10 Minuten nichts gegessen. Sagen Sie, wo ist denn eigentlich die Gans? Die kommt gleich. Wollen Sie nicht erstmal unsere Dekoration genießen? Schauen ja, Sie, ich habe extra so eine wirklich, kleine Tafel zu schön geworden. Ja. Ja, alles in allem finde ich das doch sehr, sehr hübsch. Ja. Sagen Sie mal, haben Sie meine Weihnachtspostkarte schon gesehen? Welche? Ja, gucken Sie mal da. Wissen Sie, was ich drunter schreibe? Wo ist der Baum? Wisst ihr, was das Gute an dem Baum ist? Der kommt am 6. Januar weg. Oh gut, auch gut, auch gut. So, da kommt das Futter. Ja. Wie das duftet.
Ja, Herr Ober. Ja, was essen wir denn da Feines? Das kann ich Ihnen schon sagen. Es ist eine polnische Weihnachtsgans. Aha. Dem Viech wird ein Metallrohr in den Rachen reingeschoben, ungefähr 50 cm lang. Da kommt das Futter direkt in den Magen rein. Es wäre gerade so, als wenn man Ihnen 20 Kilo Nudeln jeden Tag von oben reinstopfen täte. Ah, und was gibt's dazu? Ja, da gibt's schmerzhafte Gelenkverletzungen. Die ganzen Viecher haben irgendwelche zusammengewurstelten Füße, die treten sich gegenseitig zu Tode. Guten Appetit, hätte ich gesagt. Dankeschön. Was machen Sie denn da? Na, der Vogel ist doch tot, da kann man ihn noch essen. Ach, jetzt hören Sie doch mal auf. Ah, was haben wir denn da? Ich bin Reinhard Grebe und das ist ein Baum. Aha. Na, also, gegen einen Baum wird ja wohl nichts einzuwenden sein, nicht wahr? Utter, wissen Sie, dass jedes Jahr in Deutschland 29 Millionen Bäume ihr Leben lassen müssen für Ihr Fest? Wir holen uns ein Stück Wald in unser trautes Heim. Wald? Die kommen von Plantagen aus dem Sauerland. Oh Sauerland, wie grün sind deine Blätter. Was ist denn das? Tannennadelduft? Nein, das ist Glyphosat, ein Biogift von Monsanto. Gegen den Fichtennadelzünsler, Zapfenzünsler, der macht die Bäume kaputt. Stirb, Fichtenzapfenzünsler, stirb! Und du, Grünrüssler, stirb! Der macht die Äste krumm. Oh Gott, was ist das denn? Ein Rotrüssler. Stirb, Rotrüssler, stirb! Ich bin der Nikolaus, Sie waren schwarz. Stirb, Nikolaus, stirb! Jetzt lass! Jetzt lassen Sie doch mal den Nikolaus in Ruhe. Was machen Sie denn eigentlich im Aufzug? Ich hab gedacht, das wäre der Kamin. Super. Scheiß Navi. Ach. Ich hab so einen Hals. Oh, Christian Ehring als Nikolaus. Das ist eine lustige Idee, Herr von Wagner. Und was hat der für eine versteckte Botschaft? Nix. Von draußen vom Walde komme ich her. Ich muss euch sagen, ich brauche erstmal einen Drink. Was? Kein Schnaps? Nein, kein Schnaps jetzt. Typisch. Mir war auch ein Schlitten versprochen worden. Und zwar einer mit Stern vorne drauf und Sitzheizung. Ja? Nicht aus Holz. Ja. Im Übrigen, bei Extra 3 ist sowas Standard. Ja. Im ZDF eben nicht. Außerdem hatten wir ausgemacht, wollen Sie nicht dem Herrn Uthoff eine Frage stellen, ob er brav gewesen ist dieses Jahr? Brauche ich nicht. Hab doch alle Sendungen gesehen. Kreuzbrav ist er gewesen. Was? Kreuzbrav. Entschuldigung. Also, entschuldigen Sie mal, ja. Jetzt reiß ich mal ein bisschen zusammen, nicht wahr? Wir haben mehrfach das Amt des Bundespräsidenten beschädigt. Jawohl. Mehrfach. Ja und? Wer hat das nicht? Inklusive Gauck selber. Wissen Sie, was wir noch gemacht haben? Wir haben uns mit der FIFA angelegt. Die FIFA ist doch läppisch. Mit solchen Gegnern geben wir uns gar nicht ab bei Extra 3. Weil Sie zu sehr beschäftigt sind mit linken Bashing. Während Sie die GDL verherrlichen. Und Sie haben Putin dämonisiert. Und Sie haben Putin verniedlicht. Sie Staatskabarettist. Bitte? Salonbolschewik. Extra 3 Drohne. Heute Show Hure. Selber. Sie Konsenskomiker, Sie! Oh, Sie Kosakenzipfel! Oh! Jetzt reicht's mir aber, ich lass mich doch nicht von jedem dahergelaufenen ARD-Nikolaus beleidigen! Sie Fichtenzapfenzünsler! Toll haben Sie das gemacht! Weißt du, es gibt nur einen Grund, warum ich Sie eingeladen habe, dass Sie den Herrn Uthoff so provozieren, dass er wieder. Dass er wieder der Alte wird. Gute Arbeit. Ach, Herr. Mann. Ah. Jetzt geht das wieder los. Ist es wieder so weit? Ja, die anstrengendste Zeit im Jahr. Bin ich wieder unterwegs in den Schulen. Immer die dummen Fragen. Warum hast du ein Bart? Bist du Salafist? Ja. Im Bundeskabinett war ich auch. Im Prinzip ist es auch eine Schulklasse. Das Bundeskabinett ist aufgebaut wie eine Schulklasse. Die Rollen sind klar verteilt. Es gibt eine Streberin. Wer ist das? Natürlich, von der Leyen, ganz klar. Nicht Ursula von der Leyen. Frau Merkel, ich habe eine Zwischenfrage.
Für Sie war es ein hartes Jahr, dieser Bundeswehrskandal. War für Sie wirklich die schlimmste Niederlage seit damals der 2- in Religion. Aber sie kriegt kein Geschenk, dafür hat sie zu viel Blödsinn erzählt, was sie für Vorschläge gemacht hat. Was waren das für Beiträge, bitte? Dann sagt sie, wir brauchen mehr Auslandseinsätze und gleichzeitig eine familienfreundliche Bundeswehr. Als wäre das so ein ganz normaler Beruf. Ja, wie soll denn das gehen? Gut, am besten wäre, wir würden einfach alle radikalen Islamisten zu uns nach Deutschland holen, damit die Soldaten sich Arbeit mit nach Hause nehmen können. Die kriegt nichts. Die Streberin. Dann gibt's einen Nerd, es gibt auch so den klassischen Nerd, so einen Spezialisten, gibt's in jeder Klasse, ist der Schäuble. Ne? Mathe-Ass, Jugendforschpreisträger, aber in der Pause steht er doch meistens alleine rum. Dem hätte ich gerne eine schwarze Null geschenkt zu Weihnachten, aber der Dobrindt wollte sich nicht einpacken lassen. Ja gut, Dobrindt, klar. Dobrindt, klar, nicht, ist der Verhaltensauffällige, gibt's auch in jeder Klasse. Alle sind genervt. Ach, Alexander, lass doch mal. Immer nur Maut, 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 immer dasselbe. Natürlich, ja, eine Koalition mit der CSU, es ist halt immer eine Mischung aus Regierung und Inklusion. Dobrindt kriegt auch nichts. Nein, der kriegt schon mal gar nichts. Der soll erst mal seine Hausaufgaben machen, der Dobrindt. Der sollte sich mal ums Internet kümmern. Internetausbau ist auch seine Aufgabe. Das Internet ist so langsam in Deutschland, gerade auf dem Land. Es gibt auf dem Land Menschen, die haben jetzt erst vom 11. September erfahren. Weil es so lange gedauert hat, bis sich die Seite von tagesschau.de aufgebaut hat. Ja? Jetzt will er das kombinieren, seine neueste Idee, Maut und Internet. Das soll dann so laufen, wenn jemand hier in München eine Mail schicken will nach Hamburg, dann soll gewartet werden, bis ein Ausländer mit seinem PKW vorbeikommt. Wenn er die Mail mitnimmt, wird ihm die Maut erlassen. Also, total bescheuert. Dann gibt es natürlich auch in jeder Klasse die Schüler, die überhaupt nicht auffallen. Das kennen Sie auch von früher. Da geht die Lehrerin nach einem halben Jahr die Klassenliste durch und sagt, Moment mal, wo haben wir den? Christian Schmidt, wo ist denn der? Ach, da hinten. Christian, da muss aber viel mehr kommen. Christian Schmidt, Landwirtschaftsminister. Sie kennen ihn auch nicht, ja? Hier, ja? Kennt keiner. Und es gibt natürlich den typischen Loser, das ist der Gröhe. Kennen Sie auch von früher, wenn es hieß, der Junge soll aufs Gymnasium und es stellt sich raus. Eieieiei. Wäre doch besser gewesen, er hätte den Hof der Eltern übernommen. Ja? Ist gar nicht abwertend gemeint. Der Gröhe, er hat immer dieses verkrampfte Lächeln. Auch völlig in völlig unpassende Situation. Jetzt letztens große Debatte über Sterbehilfe im Bundestag. Wer grinst? Der Gröhe. Ja? Das ist dieses panische Lächeln. Dieses, ich habe keine Ahnung, ich lächle die Lehrerin einfach mal an. Vielleicht hilft's ja. Ne? Ist ja für ihn auch nicht schön. Dann sitzt er da im Kabinett, kommt nicht mit dem Stoff. Ne? Dann will er abschreiben bei der von der Leyen. Was macht die? Stellt die extra das Mäppchen hoch. Ne? Also. Ich muss aber sagen, der dümmste Beitrag dieses Jahr, der kam von Johanna Wanka. Also da muss ich sagen, mündliche Mitarbeit 6. Die hat vorgeschlagen, abgebrochene Studenten sollten ins Handwerk wechseln. Was ist das denn für eine Schnapsidee? Das Handwerk braucht doch handwerklich begabte Menschen, doch keine Leute, die es an der Uni nicht bringen. Das Schlimme ist, ich habe das Gefühl, die haben schon damit angefangen. Studienabbrecher ins Handwerk. Ich hatte letztens einen Klempner bei mir. Ja? Ich glaube, der war abgebrochener Sozialpädagoge. Ich glaube, wissen Sie, woran ich es gemerkt habe? Der hat das Klo nicht freigepümpelt. Der hat so lange mit der Scheiße diskutiert, bis die von alleine verschwunden ist. Ja, sorry, also für die Wanka gibt's schon mal gar nichts. Ich meine, wer es an der Uni nicht bringt, der soll doch einfach wie bislang Karriere machen. Wer keinen Abschluss hinkriegt, keine ordentliche Doktorarbeit, der macht einfach Karriere wie bisher. In der CSU. So, jetzt muss ich weiter. Ach, furchtbar. So einen Hals habe ich. Ich habe so einen Hals. Furchtbar. Gut, dass er weg ist. Keine Lust auf Streit. Ist doch Weihnachten. Ja, das Fest der Liebe, das ja so heißt, weil es nur einmal im Jahr stattfindet. Da geht man aufeinander zu und heißer, wie sind in Thüringen nicht AfD und CDU aufeinander zugegangen. Sondierungsgespräche, wie man die Preisabsprachen im horizontalen Gewerbe heutzutage nennt. Apropos horizontal, was ist eigentlich mit der Springerpresse los? Dass die es mit ihrer Hetze nicht mehr schaffen, einen linken Ministerpräsidenten zu verhindern. Bodo!
Bodo Ramelow, dessen Name klingt wie der eines betrunkenen Hasen in einem Kinderbuch. Und auf dessen Wunschzettel Unternehmensgewinne noch nicht ganz oben stehen, er macht ein bisschen Schwierigkeiten. Ich glaube, gegen Thüringen als abtrünnige Teilrepublik hilft bald nur noch der Einsatz von Streubomben. Tja, so macht man das heutzutage mit dem eigenen Volk. Fragen Sie Poroschenko. Die Ukraine hat auch eine neue Regierung. Und mein Gott, sie ist so geworden, wie wir sie uns gewünscht haben. Nicht wahr? Völlig frei von ausländischen Einflüssen. Neue Finanzministerin ist die amerikanische Investmentbankerin Natalie Jaresko, die zuvor im US-Außenministerium und in der US-Botschaft gearbeitet hat. Das Gute an ihrem neuen Job, der Chef bleibt der Alte. Neuer Wirtschaftsminister wird ein litauischer Finanzinvestor, der jetzt vor der schwierigen Aufgabe steht, das Land quasi an sich selbst zu verscherbeln. Nazis gibt es übrigens keine mehr in der Ukraine. Die sind jetzt alle in Jasenjuks Partei eingehegt worden. Tolle Sache, das endlich gibt es auch pro-westliche Nazis. Und Nazis in die Regierungsverantwortung einzubinden, das hat ja auch in Deutschland schon mal ganz, ganz prima geklappt. Wunderbare Regierung, die dringend unterstützt werden muss bei der weiteren Bombardierung der Zivilbevölkerung im Osten des Landes. Deswegen haben die Amerikaner, der US-Senat, vor kurzem eine Resolution 758 beschlossen, die Putin für die Wurzel allen Übels in der Ukraine hält und die Russland zu einer Gefahr für den Weltfrieden macht. Da kann einem ein bisschen Angst und Bange werden. Ähnlich gefühlt haben müssen sich über 60 Intellektuelle, die letzte Woche einen Aufruf in unserem Land veröffentlicht haben. Und ja, ich sage Intellektuelle, auch wenn Gerhard Schröder dabei war. Und in diesem Aufruf wurde gefordert, mehr Gespräche, mehr Friedensbereitschaft von den Regierungen. Und die Reaktion auf den Aufruf war erwartbar. Die ARD hat es flüchtig gestreift für den ZDF. Für die ZDF war dieser Aufruf offensichtlich nicht wichtig genug. Und FAZ und die Zeit haben, ob des Wunsches nach mehr Frieden und Gespräch, nur arrogant mit dem Kopf geschüttelt, soweit man einen Kopf halt schütteln kann, der bis zum Hals im Arsch der Amerikaner steckt. Und hier wird es wirklich bizarr, die größte kriegstreibende Kraft in unserem Land ist inzwischen die Partei, die Grüne. Omnipur, Özdemir und die Leute von der Heinrich-Böller-Stiftung. Und Katrin Göring-Eckardt hat vor kurzem dazu erklärt, naja, die Grünen seien ja niemals eine pazifistische Partei gewesen. Das ist doch ein Moment, an dem man ein bisschen an der Wiedervereinigung zweifelt, nicht wahr? Wenn inzwischen jede dahergelaufene Ostprotestantin so nebenbei aufs Grab von Petra Kelly spucken darf. Die Grünen schauen hin, die führen zum Heil. Folge uns nach, dann wird alles steil. Sagen Sie mal, ich bin mitten in meinem Solo. Sagen Sie mal, das sind doch immer drei heilige Könige. Wen stellen Sie denn da? Kaspar, Melchior, Balthasar und Justin, oder wie? Jetzt halten Sie doch mal den Rand. Wir sind die Wirtschaftsweisen aus dem Morgenland. Oh. Und vielen Dank. Wir unterfüttern laut Gesetz der Bundeskanzlerin Geschwitz. Ich bin der weise Christoph Schmidt. Ich sing des Marktes hohes Lied. Ich bin der weise Lars P. Feld und auch pro Wirtschaft eingestellt. Ich bin Volker Wieland, rateweise zur Lohndiät als Lieblingsspeise. Und wer ist der da? Ich bin der Bofinger, bleib meistens stumm. Das abweichende Linksvotum. Ja. Und was haben Sie mir da mitgebracht? Das Jahresgutachten habt, fein 8. Was? 400 Seiten, habt ihr einen Sprung? Drum lauschet unserer Kurzfassung. Oh. Unsere Botschaft ist auch heuer, das Soziale wird zu teuer. Das Wichtigste aus unseren 14, Mindestlohn und Rente, 14. Ihr müsst nur weiter schön verzichten, den Rest wird dann die Wirtschaft richten. Ja. Sind das Ihre Prognosen für die Wirtschaft? Der Aufschwung, er steht vor der Tür.
Weiß ihn nicht ab, er will zu dir. Der Zartinpflanze Bestetung ist die Lohnzurückhaltung. Das sehen nur die drei hier so. Ich bin der Bofinger, hab keinen Eingriff und muss aufs Klo. Aus der Zukunft kann man nichts Wahres wissen, drum dürft ihr euch gepflegt verpissen. Oh, Mann, echt, ja. Hör mal, Sie. Hör mal zu. Sie Wirtschaftsweiser, wir gehen jetzt mal schön dieses Gutachten durch. Okay, ja? Meinetwegen, ja. Sag mal, was macht Sie eigentlich zu Spezialisten der Zukunft? Na, wir kommen aus dem Morgenland. Morgenland, verstehen Sie? Ich schmeiß mich weg. Wissen Sie, dass es eine Tabelle gibt, in der gelistet wird, wie Wirtschaftsinstitute die Konjunktur der nächsten Jahre vorhersagen? Und wie treffsicher? Und raten Sie mal, auf welchem Platz die Wirtschaftsweisen sind. Warten Sie, ich mache eine Prognose. Auf Platz 1. Schauen wir hinter das Türchen. Platz 18. Die 1 war richtig. Wir lassen, Mann, ich habe die 1 gespürt. Wir lassen uns also vom VfB Stuttgart erklären, wie man deutscher Meister wird, ja? Übrigens hier, in Ihrem Gutachten, ja, habt da schon mal reingeschaut, ja, ne? Da steht drin, dass der Mindestlohn negative Auswirkungen bringt, obwohl er noch gar nicht da ist. Ja, und was für welche? Wir haben nächstes Jahr nur ein Wirtschaftswachstum von 1% dank des Mindestlohns. Ohne den hätte man einen riesen Aufschwung. Ja, ohne diese ganzen Sozialgeschenke, Mütterrente und Mindestlohn, dieses ganze Sozialschnickschnack. Sind das politische Empfehlungen? Naja. Ha, hab ich sie. Gemäß § 2 des Gesetzes über den Sachverständigenrat dürfen Sie keine bestimmten wirtschaftspolitischen Maßnahmen empfehlen. Das tun wir auch nicht. Wir sagen ja nur, was wir nicht wollen. Ach, dann haben Sie sowas wie eine versteckte Agenda. Das können Sie mir nicht beweisen. Oh doch. Die OECD zum Beispiel sagt auch, dass die Ungleichheit in Deutschland stark zunimmt. Sie sagen das nicht. Nein, wir sagen, was vor allem zunimmt, ist die Anzahl der Leute, die den Eindruck haben, dass die Ungleichheit zunimmt. Ich habe den Eindruck, Sie machen sich über mich lustig. Also, wir sind vieles, aber nicht lustig. Schauen Sie mal. Man hat die Deutschen gefragt, einkommensmäßig, wie sieht euer Volk aus? Ne? Welche Form hat das? Also, die Zwiebel? Oder vielleicht doch eher die Pyramide? Oder der Weihnachtsbaum? Der Weihnachtsbaum. Das ja, der Weihnachtsbaum. Richtig, ja, vollkommen falsch. So, die Pyramide. Aha. Oben sehen Sie eine reiche Elite, dann kommt die Mittelschicht und unten die Einkommensschwachen. Das ist die größte Gruppe. Ja, und wie ist es wirklich? Na ja, schauen Sie, oben ist eine Elite, dann die Mittelschicht und unten die Einkommensschwachen, die größte Gruppe. Das ist doch genau dasselbe. Ja, aber wir wollen nicht, dass das so aussieht. Sehen Sie, eine Pyramide, da sieht man die Ungerechtigkeit ja an. Nicht, dass das schreit ja gleich nach Revolution. Nein, nein, wir wollen etwas anderes, schöneres. Eine Zwiebel mit einer breiten Mittelschicht. Verstehen Sie, das riecht nach sattem Volk. Und wie wollen Sie das machen? Na, durch Umverteilung. Von Geld? Von Daten. Also. Sehen Sie mal. Ganz einfach. Also, sagen wir mal, Sie wollen hieraus eine breite Mittelschicht machen, dann müssen Sie natürlich die Unterschicht unterteilen. Ja, sagen wir mal, in Leute, die wenig Geld haben, die sehr wenig Geld haben und die sehr, 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 sehr wenig Geld haben. Und schon haben Sie... haben Sie eine Zwiebel mit einer ganz breiten Mittelschicht. Ja. Ja, nicht schlecht. Sagen Sie mal, wo fängt denn bei Ihnen die Mittelschicht an? Oh, schauen wir mal nach. Wenn man großzügig ist, bei etwa 1000 Euro. Was? Das ist doch knapp über dem Armutsrisiko. Dann ist ja praktisch jeder Mittelschicht. Und so haben wir Waisen die Armut beseitigt. Und das nur mit einer Zwiebel. Mir kommen die Tränen. Aber sagen Sie, es gibt doch Arme. Kommen Sie, es gibt doch Superreiche, die immer reicher werden. Natürlich gibt es sie, aber die verhageln dir ja jede Statistik, ne? Was machen Sie denn da? Na, ich nehme die Reichen weg. Sie können doch die Reichen nicht einfach ignorieren. Wenn man weiß, ist schon. Na, sehen Sie, die Leute denken immer, wir kümmern uns um die Einkommensunterschiede. Aber wir in erster Linie kümmern wir uns um die Lohnunterschiede. Ja, und wo ist der Unterschied? Oh, müssen wir Ihnen alles erklären. Also, Arbeiter, Normalos, die kriegen Löhne. Superreiche, die haben Einkommen aus Zinsen. Ach so, ja. Und weil es bei den Löhnen keine Superreichen gibt, gibt es dann, wenn man nur die Löhne betrachtet, auch keine große Ungleichheit, die beseitigt werden müsste. Weise was? Nein, das ist absolut hinterhältig. Sie machen eine Untersuchung über Arm und Reich und lassen die Reichen einfach weg. Aber warum? Ach, natürlich.
wenn man keine Reichen hat, dann gibt es ja auch keine Ungleichheit, die man beseitigen müsste. Doch, doch, bei den Löhnen gibt es schon Ungleichheit. Da möchte ich uns zitieren, da sind ja in erster Linie mal die Frauen schuld. Verdammte Frau. Was? Die verdienen so wenig, aber keine Sorge, das muss man nicht bekämpfen, das ist halt so. Sagen Sie mal, wozu ist Ihr Gutachten eigentlich nütze? Entschuldigung, wir nützen niemand, wir sind vollkommen unnütz, wir sind Ökonomen. Moment. Moment. Nehmen Sie das, nehmen Sie das. Lass mal sehen, lass mal sehen Sie, Wirtschaftsweiser. Hab ich's mir doch gedacht. Sie sind Lobbyist. Was? Nein, also schauen Sie doch mal. Nein, ich bin ein Wissenschaftler. Sehr seriöses Foto von mir übrigens, Volker Wieland. Schauen Sie mal. Ja, und nebenbei sind Sie auch in der Stiftung Marktwirtschaft. Und die steht für? Marktwirtschaft. Für neoliberale Politik. Okay, Sie haben mich erwischt. Aber mein Kollege ist viel schlimmer. Gucken Sie mal an. Lars Pefeld. Gucken Sie sich das an. Der ist nicht nur in der Stiftung Marktwirtschaft. Nein, der ist auch noch Vorsitzender vom Walter-Eucken-Institut oder Leiter, wie man es nennt. Mont-Pelerin-Society. Der ist überall. Das eine gilt als marktradikal und das andere ist sowas wie das Nordkorea des Neoliberalismus. Und übrigens hier, Ihr Chef Christoph Schmidt, ja, der ist ja nebenbei auch noch in der arbeitgebernahen Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Das sind alles Lobbyveranstaltungen, die mehr Markt wollen und weniger Staat. Ihr Wirtschaftsweisen, ihr seid doch nur die Sternsinger des Kapitals. Jetzt sagen Sie mir nur noch eins, haben die Arbeitgeber wenigstens den Anstand, ihre Propagandaveranstaltung selbst zu bezahlen? Nein, das zahlen die Steuerzahler. Kästner hatte recht. Niemals dürft ihr so tief sinken, als den Kakao, durch den man euch zieht, auch noch zu trinken. Ich würde Ihnen übrigens nicht empfehlen, mit orientalisch anmutenden oder fremdländischen Klamotten derzeit durch Dresden zu spazieren. Ja, es kann sein, da treffen Sie auf einen sehr, sehr wütenden Mob von 10.000 Menschen. Sind es inzwischen, gestern waren es 10.000, die demonstrieren gegen radikale Muslime. Pegida nennen die sich. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Die sind aber nicht nur gegen Islamisten, die hassen auch Wirtschaftsflüchtlinge. Pegida hat das definiert, was Wirtschaftsflüchtlinge sind. Die haben gesagt, ja, Wirtschaftsflüchtlinge, das sind Menschen, die kommen nach Deutschland, nur um hier ein besseres Leben zu suchen. Und ich finde auch, das geht nicht. Ganz ehrlich, wir haben ganz... Schauen Sie sich diese Beispiele an, das ist zum hier, Helene Fischer, ja, die ist ja in Sibirien geboren. Die kam 88 nach Rheinland-Pfalz geflüchtet, mit ihrer ganzen Familie. Ja, und da hat Pegida recht, da hätten wir uns eine Menge erspart, hätten wir die nicht rein... Moment, stopp, Moment. Was? Ach so. Entschuldigen Sie, ich habe gerade gehört, der Führer möchte ich nicht nennen, der Leiter von Pegida, Lutz Bachmann, der Gründer, der ist ein großer Fan von Helene Fischer. Also die ist kein die sieht ja gar nicht aus wie ein Wirtschaftsflüchtling. Pegida meint ja diese anderen, weißt du, diese richtigen Ausländer, die Moslems, ja, die Schulabbrecher, diejenigen, die nur Bauarbeiter gelernt haben, bevor sie hergekommen sind, ne? Der da zum Beispiel, ja, also, der ist ja, der ist erklärtermaßen nach Deutschland gekommen, um andere auszutricksen. Das ist. Ich höre gerade, den wollen wir hier haben, besonders in Bayern. Na gut, sehen Sie, Migration ist ein komplexes Thema. Aber Pegida hat ja komplexe Antworten auf komplexe Fragen. Pegida sagt zum Beispiel, wer dauerhaft hier leben will, soll dazu angehalten werden, im öffentlichen Raum und in der Familie Deutsch zu sprechen. Oh, Entschuldigen Sie, das hat die CSU gesagt. Da kommt mal derzeit ein bisschen durcheinander. Aber im Grunde sagen die oft das Gleiche. Also zum Beispiel Wirtschaftsflüchtlinge sind der Untergang des Abendlandes. Und Pegida-Gründer Lutz Bachmann kennt sich da sehr aus mit dem Untergang des Abendlandes. Der hat nämlich ein Strafregister. Ich musste mir das aufschreiben, ich konnte mir das nicht merken. Einbrüche, Diebstahl, Trunkenheit im Straßenverkehr, falsche Verdächtigungen, Anstiftung zur Falschaussage. Und jetzt wird's interessant. Vor einer fast vierjährigen Gefängnisstrafe ist der 98 nach Südafrika, ich möchte es gar nicht sagen, geflüchtet. Vermutlich, um sich da ein besseres Leben zu suchen, was ihn nach seiner eigenen Definition zu einem... Naja, Pegida ist ja ein sehr... Eine sehr widersprüchliche Bewegung, da läuft der NPDler neben einer Familie mit Kindern. Einig sind die sich nur in einem.
die sind wütend auf Hartz IV, auf Altersarmut. Und da möchte man ihnen zurufen, ja, hey, ihr könnt ja da wütend sein auf die Politik, die anstatt die gesetzliche Rente zu stärken, nur dafür gesorgt hat, dass die einzige Altersvorsorge, die wirklich sicher ist, die von Carsten Massmeier ist, ja? Und Politik, da könnt ihr auch sauer sein, die dafür gesorgt hat, ja, dass Steuerbetrug möglich oder dass Steuerflucht möglich ist beim sozialen Kürzen. Da kann man alles sauer sein. Aber warum in Gottes Namen marschiert ihr unter einem großen Plakat, wo drauf steht, gegen die Islamisierung des Abendlandes? Ich meine, in Sachsen, da wohnen 2,2% Ausländer. Nur ein kleiner Teil davon Muslime. Das ist, als hätten wir in Deutschland Angst vor der FDP. Dieser Lutz Bachmann ist ja mal gefragt worden, sagen Sie mal, worin sehen Sie eigentlich die Islamisierung des Abendlandes? Und da hat er wörtlich geantwortet, der Weihnachtsmarkt in Berlin heißt nun Wintermarkt. Es wird nicht lange dauern, dann wird der Weihnachtsmann verschwinden. Herr Bachmann, Sie müssen jetzt ganz stark sein. Aber den Weihnachtsmann, den gibt es nicht. Den gibt es nicht. Und liebe Pegidas, und weil es gerade so aktuell ist, liebe CSU, eure Feindbilder, die sind so real wie der Weihnachtsmann. Und nichts anderes als schlecht versteckter Rassismus. Und die eigentliche Frage ist doch die, wenn man das Abendland nur verteidigen kann, indem man menschenfeindliches Gedankengut vor sich herträgt, was gibt es dann eigentlich noch zu verteidigen? Hier spricht ihr Fichtenzapfenzünsler. Echt, ihr seid echt das beste Publikum, das ich heute hatte. Wirklich. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen euch und einer Weltreise, ich schicke euch eine Postkarte. Mach ich. Ja, das war ein Mätzchen. Kann ich. Können wir, ne? Haben wir gelernt. Mätzchen machen. Ich denke manchmal, es könnte auch mal ein bisschen mehr sein vielleicht, mal was Konkretes verändern, aber ist vielleicht zu viel verlangt. Ich erlebe auch gar nicht mehr so viel, ne? 200 Auftritte im Jahr, was erlebe ich noch? Aber manchmal denke ich, bei dem wenigen, was ich erlebe, könnte man doch einfach anfangen. Sanifair zum Beispiel, ne? Diese Pinkelverbrecher. Ich erlebe das jeden Tag. Ich fahr nicht dran vorbei. Ich mache mit. Ungern zwar, aber ich mache mit. Ich bin da Kunde, ne? Wenn ich mir das aussuchen könnte, dann würde ich gerne in einer Welt leben, wo man fürs Pinkeln nicht bezahlen muss. Meine Meinung. Aber wie gesagt. Keep on rocking in the free world. Ja, schön wär's, ne? Ja. Ich weiß ganz genau, wie das angefangen hat. Ich habe mich informiert, das war 1999. Da waren unsere schönen deutschen Raststätten noch Bundeseigentum, ne? Tank und Rast. Und unter Rot-Grün wurden die verkloppt an einen Hedgefonds. Mit Sitz im Ärmelkanal, eine Briefkastenfirma, nicht in Liechtenstein, im Ärmelkanal. Ne? Wenn man da anruft, Tiller, Tiller, Ring, Ring, dann meldet sich keiner. Feind ist unsichtbar, so ist das. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie das war. Das war 1999, da war so ein Meeting mit Krawattenarschlöchern und die Oberkrawatte fragte so in die Runde rein, na, wie können wir denn unsere maroden Raststätten wieder profitabel machen? Ne? Und da meldete sich erst der Azubi und sagte, na, mit Kürbiswochen vielleicht. Dann stand noch einer auf und hat gesagt, vielleicht mit Notdurft. Und so haben sie es dann gemacht, ne? Keep on rocking in the free world. So ist es. Diese Pinkelbons, die haben am Anfang 50 Cent gekostet, ne? Da dachten alle, man kriegt noch was umsonst, ne? Ich auch, ich krieg was geschenkt, ich hab die gehortet zu Hause. Dachte, jetzt wird losgeriestert hier, ne? Wenn ich alt bin, kaufe ich mir davon eine Datsche oder ein Ferienhaus. Gibt aber gar nicht, ne? Jetzt kosten die 70 Cent und ich schwöre euch, bald kosten die 1 Euro. Das haben die vor 15 Jahren schon festgelegt. Die haben ganz langen Atem. So. 70 Cent, denkt jeder, das stimmt aber gar nicht. Das ist viel mehr, 70 Cent. Das ist 1,40 Mark, das sind 2,80 Euro. So muss man das sehen, das ist viel mehr. Ne? Das ist Beschiss. Keep on rocking in the free world.
echt geil. Weißt du noch, Matthias, als wir damals auf Tour waren mit unserem Christel-Bird-Programm? Es war nicht schlecht, muss man sagen, ne? Als du das gesehen hast zum ersten Mal, dass man da zahlen muss, du alter renitenter Sack, was hast du gemacht? Ich hab Brause. Du hast vor der Raste in die Büsche gepinkelt, ne? Wie tausend andere auch. So. So, Moment. Und was war das Ergebnis? Jetzt sind die Büsche eingezäunt. Toll, ne? Protest lohnt sich. Toll. Dann bin ich zum Pächter gegangen. Ich habe gesagt, ich hätte gern einen Schlüssel, wie in jeder normalen Tankstelle auch. Ich bin Ihr Kunde, ich möchte frei pinkeln. Der gesagt, Moment, ich bin der Falsche. Sie müssen sich an diesen Hedgefonds wenden im Ärmelkanal. Ich werde auch abgepresst. Ich muss erstmal 10.000 Euro latzen für irgendeinen sinnlosen Sanifair-Schulungskurs. Und dann muss ich latzen, abdrücken, abdrücken, abdrücken. Wenden Sie sich bitte an die. Schon wieder nicht. Helpless, helpless, help, helpless. Ja. Ja. Habt ihr mir das erzählt? Ja, nee, das habt ihr. Nee, eure großen Brüder haben mir das erzählt. In der DDR war Pinkeln ein Menschenrecht. Notdorf war frei. In der DDR. Da konnte man in jedes öffentliche Gebäude gehen. Egal, in die Post, in die Gaststätte, zur Stasi. Es war frei. Notdorf war frei. Von wegen Unrechtsstaat. Es war nicht alles schlecht in der DDR. So. Und ich erinnere mich noch sehr genau, früher, da gab es öffentliche Toiletten in deutschen Städten. Das wissen die jungen Leute doch gar nicht mehr. Ne? Öffentliche Toiletten, wie geil ist das denn? Gut, die haben vielleicht gestunken wie so einer Schweinemast und man wurde manchmal angeguckt und angefasst von irgendwelchen Lederschlipsonkels, aber das ist mir tausendmal lieber, als bei diesen cleanen Sanifair-Herrschen. Keep on rocking in the free world. So. Ja, und das ist mein Projekt für 2015. Ich habe mich lange vorbereitet. Ich werde Sanifair verklagen. So, ich ziehe das durch. Ich habe mir eine Anwaltskanzlei besorgt. Das sind alles Rentner. Die haben nur Zeit und die haben tierisch Bock. So, und wir ziehen das durch und wir argumentieren mit Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Notdürftigen ist unantastbar, denn ich fühle mich in meiner Würde verletzt und angetatscht. So. Keep on rocking in a free world. Und wir gehen bis zum Europäischen Gerichtshof. Und wenn wir scheitern, scheißegal, ich zieh das durch. Hauptsache, man tut irgendwas. So, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Ehrenwort. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Eine Rede. Also, ich hätte ja lieber was zu trinken. Psst. Herr von Wagner. Wir blicken zurück auf ein Jahr Anstalt, ein Jahr der leidenschaftlichen Auseinandersetzungen und des albernen Aktionismus Ihrerseits. Entschuldigung, ich war der Einzige, der ein bisschen... Aber die Anstrengungen haben sich auch gelohnt. Ja, weil ich ein bisschen Pfeffer... Deswegen habe ich mir erlaubt, unsere größten politischen Erfolge als Geschenke zu verpacken. Ach, ja, wunderbar. Da können wir doch einen drauf trinken erstmal. Beginnen wir mit dem ersten Geschenk. Es ist aus Brüssel. Für Sie, Herr Hummer. Von Jean-Claude Juncker. Nein, nein, sagen Sie nichts. Bestimmt werden jetzt die Steuertricks abgeschafft, weil wir so einen Druck gemacht haben. Was ist das denn? Das ist eine Patentbox. Das ist Steuerschlupfloch Next Generation. Da stellen Firmen ihre Gewinne mit Patenten rein. Und die Box stellen sie in Länder, in denen Gewinne mit Patenten nicht besteuert werden. Moment, ist das nicht so ähnlich wie das, was Amazon, Starbucks und Apple die ganze Zeit schon gemacht haben? Nein, das ist nicht so ähnlich. Es ist genau dasselbe. Und Schäuble will die Patentbox auch in Deutschland einführen. Was? Da hat sich überhaupt nichts geändert. Oh doch, es hat sich was geändert. Natürlich. Früher war Steuerbetrug ein Privileg für wenige reiche Länder. Bald ist es ein Recht für alle. Ja, aber das heißt ja, dass ein Großteil von der ganzen Scheiße wieder der kleine Mann bezahlen muss, oder? Ja. Ich wollte es ja bloß wissen. Wenn einem so viel Gutes widerfährt, dann wäre das doch mal ein Asbach-Ureis. Kommen wir zum nächsten Geschenk. Eins von der Bundesregierung. Oh. Ich gebe Ihnen einen ganz kleinen Tipp. Es hat was mit Überwachung zu tun. Oh, Merkels altes Handy? Lass Sie mich raten. Das ist in meinem Solo vorletzte Sendung habe ich so einen Druck gemacht, dass die Bundesregierung sich bereit erklärt hat, gegen die Grundrechtsbrüche von NSA und BND vorzugehen. Ja, ist ja, das? Ja, die Bundesregierung hat Strafanzeige gestellt. Ah, oh, wunderbar. Gegen den BND? Ja? Nein, gegen den Whistleblower, der die Grundrechtsverstöße veröffentlicht hat. Moment. Vorhin ging das noch raus. Ja.
Das heißt, das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass das überhaupt rausgekommen ist, oder? Ja. Ich wollte es bloß wissen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, wenn Sie solche Nachrichten hören, aber ich denke manchmal, da würde ich mir gerne einen zwitschern. Sehen Sie, Herr Uthoff, jetzt habe ich auch mal ein Geschenk für Sie. Also auf. Oh nein, was von der Zeit. Ich ahne Furchtbares. Oh, was ist denn da drin? Oh, nee. Oh, was ist das denn? Eine Siegerurkunde? Ja, weil wir doch gewonnen haben vor dem Hamburger Landgericht gegen Josef Jong. Zunächst. Herr von Wagner, davon weiß ich gar nichts. Naja, es haben ja auch nicht viele berichtet, vor allem nicht die überregionale Qualitätspresse. Das stimmt nicht ganz. Ein internationales Medium hat durchaus darüber berichtet. Russia Today. Russia Today. Ja. Aber das heißt ja dann, dass Russia Today sowas wie Journalismus macht. Ich wollte es gar nicht wissen. Aber haben Sie mal diesen Wodka Gorbatschow probiert? Ein edles Zeug. Ein Geschenk habe ich noch für Sie. Ja. Hier. Was denn? Vom Entwicklungsminister Gerd Müller. Oh, das ist bestimmt das Textilbündnis, was ich mir so gewünscht habe. Oh, ja, von Adidas. Weißt du, die Politik? Adidas, Kick, Aldi, Puma und Co. Alle gegen die Ausbeutung der Näherin. Und? Was ist drin? Ein Brief von Aldi, Kick, Puma, Adidas und Co. Was schreiben Sie denn? Dass Sie nicht mitmachen. Wirtschaft ohne Ausbeutung ist leider nicht realistisch. Mit freundlichen Grüßen. Aber das heißt ja dann im Klartix, dass uns an unsere Klamotten immer noch das Blut von Frauen dran klebt. Ja. Ich wollte es bloß wissen. Sehr heiß hier, sehr heiß, oder? Finden Sie es auch so heiß? Man hat ein ganz trockenes Mundgefühl. Ja, wenn man sich die Bilanz unserer Sendung so anschaut, dann muss ich sagen, nichts anderes als schöne Verpackungen. Sie haben es erfasst. Wir sind nur der humoristische Gruß aus der Küche auf der Betriebsweihnachtsfeier des Kapitals. Herr Ehring, meine Frage, wie macht ihr das bei Extra 3 eigentlich mit eurer Nutzlosigkeit? Naja, wir trinken sehr viel. Brauchst doch gar nicht so blöd klatschen und lachen, Mensch. Sie sind doch auch nicht besser, Arschlöcher da. Und Grebe, hör endlich einmal auf mit dem Geklimpere. Es geht mir echt auf den Sack, der Scheißdreck halt. Blödes da, Gehocke und Gelache. Hören Sie sich an, den Krampf. Und morgen früh geht die ganze Scheiße wieder von vorn los. Machen Sie mir noch nichts weiß. Da möchte ich die Kasper da hinten auch nicht ausnehmen. Die ganze Scheiße geht weiter halt. Und morgen, wenn Sie 7-8 Stunden geschlafen haben, dann wird wieder das Schiff von Captain Ahab wird bestiegen. Das wissen Sie vielleicht gar nicht. Wir alle haben unsere Seele dem kranken Captain Ahab verkauft. Wissen Sie wahrscheinlich gar nicht. Den Captain Ahab hat Moby Dick das Bein vom Rumpf runtergerissen. Er hat bloß noch einen Holzstumpf, da wackelt er drauf rum halt. Und er hat dem Moby Dick, hat er Rache geschworen. Und hat zu seiner Mannschaft gesagt, passt auf, der erste von euch, der Moby Dick sieht, der kriegt eine Golddublone. Und ich, lach doch nicht, du Depp, du Blöder! Begreift überhaupt nichts. Und das hat der Gregory Peck im Film, hat er seinen Schiffsmast hingenagelt, die Golddublone. Aber diese Golddublone, die klebt da hinten am Kopierer, hinten dran, in ihrem Büro, in die Anwaltskanzlei, in die Künstlerateliers, in die Behörden, im Schlachthof, an die weißen Fliesen, wo das Blut hinspritzt. Überall Golddublone. Auch im Kindergarten, wo die kleinen Mädel und Bübler ihre Jacken aufhängen. Überall Golddublone. Die möchten wir alle haben, schon von klein an. Immer scharf auf die Golddublone. Und es ist scheißegal, wie es da zugeht auf die Weltmeere. Es wird in den See gestochen. Und wenn ein paar von uns in den hohen Wellen des Stellenabbaus von Bord fallen und verrecken, es ist scheißegal. Im Captain Ahab ist es scheißegal. Und das ist nicht eine Nummer, die einfach mit einem Applaus endet und dann war's das. Das ist unser gemeinsames, brutales Schicksal im 21. Jahrhundert. Und wie diese Scheiße ausgeht, ist was der größte Depp, was das? Im Untergang. Aber ich sag Ihnen ganz ehrlich, ich bin ein Happy Ender. Ich möchte, dass es gut ausgeht heute. Und mein Vorschlag wäre wirklich heute Abend,
dass wir sagen, hör mal auf mit dem Krampf, hör mal auf mit den blöden Witzen. Tun wir uns zusammen, hau mal das Klavier vom Gräbe, hau mal auseinander. Dann machen wir uns Betten draus und alles, was wir brauchen. Und dann unterrichten wir uns gegenseitig. Und auf der Bühne lassen wir Schafe und Rinder und Schweine rumlaufen. Das schlachten wir, wenn es sein muss. Und dann beenden wir gemeinsam heute Abend die Jagd auf Moby Dick. Hä? Und Gräbe, was meinst? Ich fand's richtig gut. Super Nummer, oder? Also für Mundart-Kabarett sehr gut. Wirklich. Oh, blöde Sau, du blöde. Du bist wirklich noch blöder, als ich immer gedacht habe. Nein, du bist echt der Depp, das ist doch nicht wahr sein. Das grad. Ich meine, dass die Haumtaucher, die da hocken, dass die es nicht schnallen, das war eh klar. Nee, aber ich fand's wirklich gut. Aber du Idiot! Das war überhaupt nichts. Nee, wirklich. Jetzt hör auf! Du bist immer besser geworden in den letzten Jahren, wirklich. Echt? Das war überhaupt nichts, das war feuchter Hundeschiss. Das ist ja wegen Kapitalismuskritik, das ist ja wegen Sodawasser, wo man seine Eier reinhängt. Tut's ja wegen Pitzeln, das ist es. Das ist überhaupt nichts. Das ist diese Art von Kapitalismuskritik, was jetzt die Christsozialen sich schon drauf geschafft haben. Was dieser hundsgeile Papst immer raushaut, wo er geht und steht. Oh, Revolution, leck mich doch am Arsch. Das kann ich mir super anhören. Und dann bestellen wir am nächsten Tag beim Manufaktum einen Briefbeschwerer. Der ist hergestellt aus schwäbischen Mäusezähnchen, zusammengeklebt mit Sperma von Kartoffelbauern aus der Uckermark. Und dann hören wir super systemkritische Punkbands aus Südkalifornien an. Supergeil. Man ist super kritisch. Und dann tue ich in meinem Mietshaus die Mieten sauber aufsetzen. Und im zweiten Stock melde ich Eigenbedarf an. Da kommt der Jacuzzi, kommt da rein. Und unsere Rudermaschine, was der Kevin Spacey in Haus auf Karts unten im Keller hat, das baue ich rein. Und dann lache ich mir auf die Demo gegen das transatlantische Bündnis, lache ich mir so ein Attack-Tussi an. So eine ganz geile, so hennafarbene Dreadlocks und schöne Apfelbrüstchen. Die mache ich an. Ich locke in meinen Jacuzzi rein. Und dann saufen wir gemeinsam französischen Champagner. Und dann Figgis Doggy-Style. Ich platze ab. Herr Ehring, wir haben aber auch was erreicht. Das kann man schon sagen. Ja? Also, schauen Sie, wir mit der Anstalt zum Beispiel. Ne? Ja. Schauen Sie mal dahin, was wir. Schauen Sie sich das an. Wir haben es geschafft, dass sich überall Menschen in Coffeeshops kalten Kaffee über den Kopf geschüttelt. Also so formuliert klingt es jetzt natürlich komisch, aber es war eine Form des zivilen Ungehorsams, nicht wahr? Ja. Das ist es auch, gegen die Steuerpraxis von Firmen wie Starbucks. Die Star-Bucket-Challenge, was sehen Sie? Die Star-Bucket-Challenge. Sehr gut. Meine Hochachtung, wer hat da so alles mitgemacht? Auch nur die edelsten Menschen aus dem Volk. Ja. Und vor kurzem hat auch die EU-Vizepräsidentin des EU-Parlaments Folgendes veröffentlicht. Gucken Sie mal da. My way of taking up this challenge is the following one. Gut, sie hat es ein bisschen frei interpretiert, muss ich sagen, aber doch hingebungsvoll. Toll, Herr Uthoff, aber ist das doch nicht so. Toll. Ist es denn nicht so, dass EU-Politiker eigentlich weniger bei sowas mitmachen sollten, sondern vielmehr dafür sorgen, dass sowas überflüssig ist? Sagen wir mal durch, wie heißt das nochmal? Politik. Ja, aber vielleicht ist die Politik zu schwach. Vielleicht haben wir die Politiker zu lange allein gelassen. Mit ihren Lobbyisten. Wir alle wählen Politiker alle 4 Jahre. Und dann lassen wir sie 4 Jahre lang allein. Kein Wunder, dass die Demokratie verkümmert. Schauen Sie sich diesen kleinen, dicken Jungen an. Der ist Politiker. Und wenn wir nicht aufpassen, dann wird er jeden Bonbon greifen, den ihm die Industrie hinlegt. Ja, wussten Sie, dass alle 10
Minuten stirbt in Deutschland ein politisches Ideal. Beim Sigmar alle 5. Sehen Sie, er schafft das nicht allein heraus. Er braucht Ihre Hilfe. Spenden Sie. Spenden Sie Aufmerksamkeit. Spenden Sie Druck. Lassen Sie Ihre Politiker nicht alleine. Rufen Sie mal an. Verstehen Sie, so etwas wie Dirk Niebel darf sich niemals wiederholen. Alleine haben wir keine Chance. Aber gemeinsam sind wir eine Macht. Wir sind das Volk. Du nur Gewählter. Mach, was wir wollen, sonst war's das jetzt mit den Gehältern. Schau ins Grundgesetz. Wir treffen hier die Wahl. Ruf deinem Lobbyisten zu. Du kannst mich mal. Wir sind das Volk, du nur Gewählter. Mach, was wir wollen, sonst war's das jetzt mit den Gehältern. Sorry. Schau ins Grund. Ja, Also, ganz ehrlich, also bei diesem Lied komme selbst ich nicht in Proteststimmung. Ja. Das Lied, das kauft uns doch keiner ab. Ja. Natürlich, das kaufen alle. Was? Bei Band Aid ist völlig egal, wie das klingt. Das kaufen alle. Ja, selbst wenn, was machen wir denn mit dem Geld? Na, spenden. Na, für wen denn halt? An Politiker. Das ist Korruption. Entschuldigung. Wir hängen hier die ganze Zeit so rum und wir, wenn ihr wollt, wir können auch einspringen. Wenn ihr nicht weiterkommt. Oh, ja. Wir werden auch eine pfiffige Nummer noch am Start. Und wie heißt sie? Schüsse in die Luft. Schüsse in die Luft. Das klingt nach Kabarett. Gefährlich und trotzdem gewaltfrei. Ja. Das ist großartig. Schüsse in die Luft. Schießen Sie los, meine Herren. Kraftschub! Meine Mutter sagt, Junge, geh mal schlafen. Fahr mal in Urlaub, aber ich soll auf die Straße. Sag, fahr in Urlaub. Ja, okay, jetzt steh ich hier, doch bin allein vor einer Wand. Da bin nur ich und sonst nichts. Nur dieser Stein in meiner Hand. Es ist ein einsamer Krieg gegen den Dreck, der mich umgibt. Den verfickten Dreck, den scheinbar keiner außer mir sieht. Aber wie auch, wenn niemand rausschaut, lieber auf der Couch mit Frauen tauscht oder Bauer sucht Frau. Und ja, natürlich nur ironisch und nur so nebenbei. Aber im Vergleich mit den Opfern, da ist das eigene Leben schon geil. Ein Hund weiß nicht, wenn er bellt. Und alles ist gut, solange die auf RTL noch ein bisschen dümmer sind als du. Und ich schieße in die Luft. Ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. Drei Schüsse in die Luft. Der Einzige hier draußen bin leider wieder ich. Und ich schieße in die Luft. Doch keine Reaktion, noch Schwert über Kraft. Drei Schüsse in die Luft. Du wirst nicht enttäuscht, wenn du nie etwas erwartest. Und bevor du etwas falsch machst, mach mal lieber gar nichts. Irgendjemand sagt schon irgendwann mal irgendwas. Ansonsten musst du halt zufrieden sein mit dem, was du hast. Und selbst wenn alles scheiße ist, du pleite bist und sonst nichts kannst, dann sei doch einfach stolz auf dein Land. Oder gib die Schuld ein paar anderen am Schwein. Hey, wie wärst du mit den Leuten im Asylbewerberheim? Und nein, ich war nie anti alles, ich war immer anti ihr. Doch hab schon lange angefangen, mich mit denen zu arrangieren. Und genau das wollte ich nicht. Ich bin schon viel zu lange hier. Ich muss hier weg, denn ansonsten werde ich irgendwann nicht hier. Ich schieße in die Luft. Ich ziehe in den Krieg, aber keiner zieht mit. Drei Schüsse in die Luft. Der Einzige hier draußen bin leider wieder ich und ich schieße in die Luft. Doch keine Reaktion, noch Schwert über Kraft. Drei Schüsse in die Luft. Die Revolution oder Berlin sag und nach. Allen ist alles egal, außer der Handyvertrag. Und ich male alles schwarz. Mit 390 Euro Harz kommt man nicht weit im Biomarkt.
Und ich male alles schwarz. Dein verkackter Kommentar war natürlich nur ein Spaß, alles klar. Und ich male alles schwarz. Ich male es auf den Nacken, für den in den Pfad, aber wenigstens schwarz. Anstatt ich schieße in die Luft. Noch viel in den Krieg, aber keiner zieht mit. Drei Schüsse in die Luft. Der Einzige hier draußen bin leider wieder ich. Und ich schieße in die Luft. Doch keine Reaktion, doch werden überkracht. Drei Schüsse in die Luft. Die Revolution oder Berlin zeigt und nein. Ich schieße in die Luft. Vielen Dank. Drei Schüsse in die Luft. Und ich schieße in die Luft. Das war die Anstalt! Die Anstalt bleibt auf 2015 besetzt! Komm vor!